Wir haben eine Urne gegeben und um sie zu verwirren, habe ich drei Kugelfarben ausgesucht. Warum drei? Normalerweise passen drei Kugelfarben gar nicht zur Bernoulli-Verteilung, weil die Bernoulli-Verteilung darf immer nur zwei Ausgänge haben. Aber wenn Sie die Fragen durchlesen, sehen Sie, uns interessiert immer nur, ob eine Kugel rot ist oder nicht rot. Das heißt, ich kann eigentlich die ganze Aufgabe viel einfacher betrachten. Ich sage, scheiß auf die roten, gelben, grünen, blauen. Für mich interessant sind nur, ich habe drei rote und neun nicht rote. Das heißt, ich packe die gelben und die blauen zusammen. Und damit müsste sich das Ganze recht gut rechnen lassen. Also, Teilaufgabe A. Ich will, dass nur die zweite rot ist. Das heißt, die erste Kugel ist nicht rot, die zweite ist rot, die dritte, vierte, fünfte sind jeweils wieder nicht rot. Nicht rote habe ich 9, das heißt, meine Wahrscheinlichkeit ist 9 Zwölftel. Die zweite Kugel ist rot, davon habe ich 3, also 3 Zwölftel. Und dann noch dreimal eine nicht rote, also 9 Zwölftel hoch 3. Das rechnen wir zusammen und kommen auf 5 hoch 4 mal 0,25 auf ein Ergebnis von 0,079. Das heißt in etwa 7,9%. Ach ja, Vertauschungsmöglichkeiten habe ich natürlich keine, weil es war ja gesagt, dass nur die zweite Kugel rot ist. Da gibt es keine Variationen. Der Unterschied zum Beispiel in der B ist, in der B habe ich gesagt, die zweite soll rot sein. Ich habe aber keine Bedingung über die erste, dritte, vierte, fünfte gestellt. Das heißt, die zweite Kugel ist rot, bedeutet, welche Farbe die erste Kugel hat, ist ziemlich egal. Das heißt, da kann ich nichts falsch machen. Die Wahrscheinlichkeit ist also 1, dass etwas Richtiges rauskommt, weil es ist ja egal. Die zweite Kugel muss rot sein. Das passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 Zwölftel. Danach die dritte, vierte, fünfte Kugel ist wieder völlig egal. Das heißt, theoretisch mal 1, mal 1, mal 1 kann ich mir sparen. Und es kommt raus 0,25. Das sind 25%. Und wir sind glücklich und zufrieden. In der C will ich, dass alle Kugeln rot sind. Das ist natürlich recht einfach. Das heißt, die erste ist rot, zweite ist rot, dritte ist rot, vierte und fünfte ist rot. Naja, jede der Kugeln hat eine Wahrscheinlichkeit von 3 Zwölftel, also 3 Zwölftel mal 3 Zwölftel mal 5 mal, also hoch 5. Und wenn Sie das eintippen, müsste 1 Viertel hoch 5, das müsste 1 durch 1024 sein. Und das müsste so 0,001 sein. Grob, gerundet, ein bisschen weniger. Das heißt, es sind grob 0,1%, also sehr wenig. Eine Aufgabe haben wir noch, die D. In der D müssen jetzt nur zwei rote sein. Das heißt, zwei Kugeln sind rot, die anderen beiden logischerweise nicht rot. Das heißt, die beiden roten haben mir eine Wahrscheinlichkeit von jeweils 3 Zwölftel, also habe ich 3 Zwölftel hoch 2, zweimal. Drei Kugeln sind nicht rot, also habe ich die Wahrscheinlichkeit von 9 Zwölftel, taucht mir dreimal auf. Und ich brauche natürlich noch Vertauschungsmöglichkeiten, weil es wurde nicht gesagt, an welchen Stellen die roten sich befinden sollen. Die können dann erste, zweite, erste, dritte, erste, vierte, erste, fünfte, zweite, dritte, zweite, vierte, zweite, fünfte. Also wieder einen Haufen Möglichkeiten gibt es, wo die roten stehen können. Sie können das von Hand abzählen oder Sie können es schlau machen. Sie können sich nämlich überlegen, ich habe das Problem, ich habe zwei rote und drei nicht rote und die möchte ich vertauschen.
Und die Anzahl von den Vertauschungsmöglichkeiten spuckt mir der Binomialkoeffizient direkt aus. Das heißt, ich habe insgesamt 5 Plätze und will 2 rote drauf vertauschen. Oder wenn Sie Lust haben, betrachten Sie es von Nichtroten aus. Das heißt, ich habe 5 Plätze und will 3 Nichtrote vertauschen, kommt das Gleiche raus. Das heißt, das multiplizieren wir hier noch dazu. Mal 5 über 2 oder 5 über 3, spielt keine Rolle. Und es kommt raus. Was kommt denn raus? Ich habe nämlich vorher vergessen, das vorzurechnen. 2 mal 0,25 hoch 2 mal 0,75 hoch 3. 0,26, gerundet 264, das heißt grob 26,4%. Na, wenn das mal kein tolles Ergebnis ist.